Herzlich willkommen bei Zum Liter. Für heute geht es ums Sommerweine. Also dranbleiben. Ja, und dann sind wir auch schon wieder hier. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie schon vorher gesagt, geht es heute um Sommerweine. Schön typisch auf der Terrasse sitzen. Jetzt das Wetter kommt wieder, die Regenzeiten sind vorbei, angeblich laut Meteorologen. Also wenn die Temperaturen steigen, das heißt viele Abende mit Freunden auf der Terrasse und natürlich will man auch was Gutes dabei genießen. Wir fangen gleich an mit einem Schaumwein und zwar von der Domäne Hirschmuggel. Deck d'Orosso ist ein Rosé und ja, ein Sekt aus Österreich. Domäne Hirschmuggel. Ist ein extra Seco, also durch Trocken hat 12,5%. Die Farbe erinnert fast ein bisschen an Schilcher, an einen ganz hellen Schilcher. Ist aber keiner. Domäne Wachau, Anton und Astrid Hirschmuggel. So, mit Domäne Wachau, Domäne Hirschmuggel. Kommt aus Leibniz. In der Nase haben wir schon wieder diese wunderschöne Fruchtstruktur gehabt, was man so bei den Rotweinen hat, nur ein bisschen in leichterem Format. Wir haben wieder diese Beeren gehabt, wir haben Brombeeren, war wirklich schön angenehm. Es waren vor allem noch sehr, sehr junge Früchte dabei. Im Gaumen auch wieder, die Kohlensäure ist ziemlich präsent, aber das Ganze hebt das Ganze wieder ein bisschen an und macht den Nachhall ein bisschen länger, zieht das noch ein bisschen hinaus. Es ist noch eine lebhafte Säure dabei, was wirklich noch sehr viel dahinter. Wiederum diese Frucht, wiederum was man halt so hat bei den Schaumen, das ist wunderschön prickelnd, das muss jetzt vielleicht ein bisschen grob, leider nicht ganz so fein, aber es ist halt, ja. Aber trotzdem geschmacklich echt super für den Sommer geeignet, auch in der Nase ist ein bisschen Blüte, ist auch ein bisschen dabei. Und am Gaumen. Sehr schöne Fruchtstruktur, sehr schön ausbalanciert. Die Säure vielleicht noch eine Spur zu stark. Die Säure wird sich sicher noch einbinden und ich glaube, da kann noch einiges draus werden. Wohl. Von dem her. Das wird noch was. Dann geht es gleich weiter. Mit einem grünen Veltliner. Neulich hat erst einer auf Facebook gesagt, dass ich eine grüne Veltliner Bank habe, weil ich so viele grüne Veltliner verkost. Ich habe halt so ein, zwei Flaschen im Keller. Gib ich zu. Grüne Veltliner, das ist jetzt Brünli, Veltliner 2011, 12,5%. Ist eher so aus seinem leichteren Sortiment von Weingut Brünli, ist aus Grafenwörth, Wagram. In der Nase typischer, klassischer grüner Veltliner, eigentlich in der Nase eher ein bisschen auf der kräftigen Seite. Es ist wieder dieses Pfefferl, das typische, was auch einfach dazugehört. Wirkt schon fast ein bisschen reif. Am Gaumen. Säure ist gar nicht einmal so stark dafür, dass er noch wirklich jung ist. Es ist schon alles recht eingebunden, wirkt ein bisschen kräftig. Alkohol ist sehr schön dabei, es ist eine schöne Säure dabei. Und wir haben wieder diese Fruchtstruktur dabei, die was von der Säure wieder ein bisschen angehoben wird und ein bisschen getragen wird. Angenehm zum Trinken, ohne große Ansprüche. Und als Aperitif kann man den genauso schon trinken oder zum Essen dazu. Sehr schön. Dann, was machen wir? Machen wir zuerst den Chardonnay. Chardonnay oder halt Morillo von Weingut Neckret aus dem Jahre 2011 aus der Südsteiermark, genauer gesagt aus dem bekannten Ort Kamlitz. Morillo ist halt das steirische Synonym für den Chardonnay. Jeder kennt den Morillo, eigentlich wirklich sehr bekannt. Das ist jetzt ein 2011er. Auf dem Etikett steht hinten eine Tankprobe. Also gehen wir mal davon aus, dass ein Stahltank gemacht worden ist.
Ich habe jetzt leider nicht das Original-Etikett, weil das ist glaube ich vom letzten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. In den Hosen, leicht hefig. Hat ein bisschen eine Reifennoten dabei. Am Gaumen wieder. Ich finde dieses Buttrige, diese typische Burgundernoten ist dabei. Eben wieder dieses Hefige, wir haben aber auch die Frucht dabei, wir haben Säure, es ist alles sehr lebhaft, es ist sehr viel. Eigentlich eher voller, würde ich sagen, oder sehr punktuell gemacht. Sauber, klar. Der Nachhall, der Abgang ist jetzt nicht so lang. Ich würde eher so als Mittel bezeichnen. Aber angenehm zum Trinken. Schöner Aperitif. Noch besserer Speisenbegleiter. Speziell zu Vorspeisen, zu verschiedenen Fischgerichten. Kann natürlich schon ein bisschen kräftiger die Soße dabei sein. Die Säure und die Frucht, die arbeiten sehr gut zusammen bei denen. So, sehr schön. Dann Weingut Terry Weber, ein Riesling Kamptal DAC, im Jahr 2011, 12,5%. Das ist aus der Kremser Sandgrube. Jeder, was mal in Krems war, weiß genau, wo das ist. Das kennt man, ist eigentlich einer der bekanntesten Rieden Österreichs. Genau, nebenan von der Stadt Krems. Wir kennen alle Kremser Sandgrube, ist auch noch die Winzergenossenschaft Krems. Und Donizel ist da auch beheimatet, gleich unterhalb. Weiß ich. Wir kennen ja noch die Folge. Wir haben jetzt in der Maßen sehr viel Frucht wieder. Sehr harmonisch, aber. Wir haben ein bisschen Holunder, wir haben ein bisschen Birne, Apfel, ganz eine leichte Spur Nuss ist dabei. Am Gaumen. Schön harmonisch. Und keine zu kräftige Säure. Sehr schön eingebunden mittlerweile. Ich habe den Wein schon früher verkostet, da war es noch ein bisschen unruhig. Jetzt hat er sich sehr schön entwickelt, innerhalb von den 2-3 Monaten, glaube ich, war das jetzt her. Jetzt in der Zeit wirklich sehr gut entwickelt, ist ein Wein, der was sich noch weiterentwickeln wird. Großes Potenzial für die Zukunft, dass er sich noch für die viele Jahre verbessern wird, ist eher nicht da. Aber für die nächsten 2-3 Jahre super, kann ich wirklich nur empfehlen. Terry Weber mit dem Önologen Arthur Teufel aus Rohrendorf ist auch ein Teil der Winzergenossenschaft losgelöst, wo es um den Lösboden geht. Ich durfte ihn bereits interviewen. Das ist, war eh noch eine meiner Anfangsfolgen, glaube ich, 3., 4., 5. Folge, irgendwo da in der Richtung war das. Und ja, das ist Sandgrube. So schmeckt Sandgrube, sehr klassisch, harmonisch, schön eingebunden, ausbalanciert. Wunderschön. Und damit es nicht immer heißt, der Peter verkostet nur Österreicher, gibt es heute mal auch einen zweiten Riesling. Aus Deutschland, aus Baden genauer gesagt, und zwar vom Weingut Danner. Das ist jetzt ein Riesling 2010, deutscher Qualitätswein. Riesling Typ 2, schreibe ich auch noch auf. Ist jetzt nicht mehr ganz so die leichte Sache, schon ein bisschen mehr, da ist schon wirklich mehr Bums dahinter. Und der hat aber nur 12,5%. Das ist das Spannende, was selten sieht. Ich habe den Wein schon öfters verkosten dürfen. Ja, der ist einfach dafür, dass nur so wenig Alkohol da ist, ist eigentlich sehr viel Masse da, es ist sehr viel Extrakt da, überraschend viel, verhältnismäßig sind viel. Wir sehen es allein schon an der Farbe. Und den Nasen sehr kräftig, fruchtbetont, typischer deutscher Riesling. Am Gaumen. Schöne Fruchtstruktur, sehr kräftig, sehr breit. Wir haben wieder ein wunderschönes Fruchtsäurespiel. Es ist
wird man in Österreich eher nicht finden, schätze ich einmal. Bis ich habe es halt jetzt jedenfalls noch nicht gehabt. Das ist wirklich ein typisches deutsches Säurespiel, was die deutschen Riesling wieder einzigartig machen. Das haben wir dann in diesem Glas wieder. Das ist sehr schön, aber mal was anderes. Nichts gegen die österreichischen Riesling, das sind top, keine Frage. Aber mal was anderes ist auch nicht schlecht zwischendurch. Fazit. Ich habe heute 5 verschiedene Empfehlungen für euch. Zum einen den grünen Veltliner 2011 von Weingut Brünnwil. Wollen wir merken? Dector Rosso von der Domäne Hirschmuggel, dass wir es richtig haben. Von Weingut Necke den Chardonnay, besser gesagt Morillon. Vom Weingut Terry Weber einen riesen Kremstal-DRC. Hat seine Kantal gesagt vorher, glaube ich, oder? Jedenfalls ist es ein Kremstal-DRC. Randorf ist nicht mehr ein Kremstal. Die Zahngrube vom Arthur Teufel und Weingut Danner Riesling vom Alexander. Eigentlich die anderen Rieslinge kenne ich auch, ich habe aber zu wenig Zeit, sind 15 Minuten, was mir YouTube erlaubt. Ich kenne die anderen Rieslinge auch, echt super Rieslinge dabei, die Weiß und die Breit, genial. Und ja, das sind meine Empfehlungen für diesen Sommer. Ich werde mir jetzt einmal die 2 Rieslinge schnappen und wünsche noch. Bis zum nächsten Mal. Danke.